So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du wieder da mit bei bist. Ja. Heute wird mit Sicherheit auch ein sehr schöner Tag. Denn ich habe gute Laune. Eigentlich wie immer. Aber vorher gucke ich mal Richtung Briefkasten und wir haben Post. Oh, weia. Gleich 4 Briefe. Na, Halleluja. Okay, von Presley haben wir ein großes Aquarium bekommen. Andreas, ich kann kaum glauben, dass du schon ein Jahr in Portier bist. Tja, kannst mal sehen, ne? Sieh dich an, du hast dieses Jahr so hart gearbeitet. Ich bin sicher, dass dein Vater sehr stolz auf dich ist. Wenn er sieht, wie sehr du gewachsen bist. Hier ist ein Geschenk zur Feier deines ersten Jahres, auf dass es noch viel mehr Jahre werden. Ich wünsche dir und deiner Werkstatt alles Gute. Presley. Okay. Und das Forschungszentrum. Lautsprecher, Kettoplan haben wir bereits gelernt, ja. Okay, danke für deine Beiträge zum Forschungszentrum im Laufe des letzten Jahres. Die große Menge an Daten hat unser Forschungsprogramm zweifellos beschleunigt. Wir sind fest überzeugt, dass uns Technologie eine bessere Zukunft bringt. Daher werden wir weiterhin hart daran arbeiten. Hier sind ein paar Geschenke für deine Hilfe. Viel Spaß. Ja, ich freue mich um rum. So. Und nochmal die Forschungsergebnisse. Euer Bauplan zugefügt. Alles Schneider. Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Ein Allschneider. Oh Gott. Ich kriege was? 4000 mal wieder? Das ist ja super. Und 10. Hi, herzlichen Glückwunsch. Du warst letzten Monat auf Platz 3. Ja, wieso auf eigentlich, ne? Der Werkstättenrang ist ja arbeite hart und dann schaffst du es und so weiter. Aber 4000 mal wieder so zwischendurch? Das ist nett. So. Ich habe dann jetzt wie viel? 11.695. Okay. Dann könnte ich ja mein Haus vergrößern. So. Ach, guck mal hier, wie schön das ist. Der Winter ist vorbei. Der Frühling ist da und das bedeutet, wenn ich Emily sehe, da fängt es bei mir in der Hose an zu jucken an. Hi! Hallo! Ich habe da ein Geschenk für dich, mein Liebling. Ah, vielen Dank! Gefällt mir wirklich sehr. Ich weiß. Oh. So, du möchtest also mal wieder ein paar Spiele spielen hier, was? Dann lass uns doch erstmal ein Gruppenfoto machen. Wenn es denn irgendwie möglich ist. Nächste Popo. Hier sieht man das nicht. Das ist natürlich. Und sonst? Nö. Wobei die nebeneinander stehen, das habe ich ja schon. Ich warte hier ist das nicht so besonders. Gut, dann lass uns mal zusammen was spielen. Wir treffen uns. Ja, Bernsteinbrücke, da muss man das Feuerwerk machen. Ich habe kein Feuerwerk. Hier, Pete Plaza. 10.30 Uhr. Morgen. So. Dann
Kalender. Da spiele mit Emily, genau. Ich werde das einmal hier hinzufügen. Ha. Moment. Ja, nee, ich muss das mal hier runter. So. Und dann. So. Goodie. Dann gucke ich mal. Ah, ich weiß es nicht mehr, wie das noch mit Haltestellen ist. Fehlt da noch eine? Ich glaube ja. Hi, Pinky, du kleiner Stingy. So, was sagt denn der Blumenladen hier? Ach, wir haben 100%. Das ist ja mal gar nichts. Hi, Pauli. Plus 1. Ach, das ist wieder mal so wenig. Das ist nein. Ich kann zwar 3.200 bekommen, aber es geht mehr, Mensch. 100%. Wir hatten doch schon mal, keine Ahnung, was, weit über 100. Aber gut. Und die Schmetterlinge schmettern hier vor sich hin. Ist das nicht schön? So, dann will ich jetzt mal gucken, ob ich mein Haus vergrößern kann. Lalalala. So. Mal gucken. Dann machen wir mal Lucky Lucky für mein Schnucki. zu Hause, Level 1. Verbessern, vergrößern. Hoppala, ich dachte, ich hätte das. Hartholzdiele und Bronze. Ich habe das doch hergestellt. Na schön. Hartholzdiele und Bronzebarren muss ich wieder mal sammeln. Das hier, nein, warte mal. Das kann man auch noch vergrößern. Wow. Nein, das muss auch rüber. Okay. Ein Hühnerstall. 10 mal Holzbrett, Eisenbarren und ein Seil. 5. Ha, wenn ich einen Hühnerstall habe, dann habe ich ja jeden Morgen Eier, ne? Könnte ich mir Eier braten, Eier kochen und so Rühreier machen. Und hier habe ich zweimal Stahl. Was ist denn zweimal Stahl? Das eine ist ein Pferdestall und das andere? Marmortor, wow. Was kostet mich das Marmortor? Nee. Steintor? Da gibt es noch eine Steinsäule. Na gut. Ach Mann, ey. Das heißt, ich muss erstmal wieder hier gucken. Holzstiele und Bronzebarren. Jeweils 20 Stück. Ich dachte, ich habe das doch in den Kisten drin. Merkwürdig. Ich bin der Meinung, ich habe das auch letztes Mal alles vorbereitet.
Dann gucke ich mal hier, was hier für eine Aufgabe vielleicht auf mich wartet. Aber da, wo bin ich hier gelandet? Verkehrt abgebogen. So. Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Na, immerhin auf dem dritten Platz. Nach einem Jahr. Besser als Fünfter oder so. Und Gail hat gewonnen. Okay. Hätte ich meine aus. Schade, da fehlt der Ton. Glücksbeutel. Und noch, Alter, noch mal 10.000? Mehr hast du nicht drauf. Auf meinem Platz ist es sehr bequem. Du weißt schon, auf dem ersten Platz, Baby. Du alter Scheißangeber, du. Okay, immerhin. Belohnung für Rang 3. Nochmal Daten, das sind ja viel genutzt haben, aber. Gut. Jetzt beginnen die Punkte wieder von vorne. Was habe ich denn da? Jetzt habe ich 21.000. Alter, ist das viel jetzt. Glücksbeutel. Darin ist ein Teil eines Relikts. Aha. Was ist das denn für ein Dödel? Okay. Eine Wunderlampe Teil 2. Ein Kill-Model Teil 4. Und das hier? Glückskatze Teil 2. Ja, gut. Wow. So, dann lass mal sehen, was will denn die Nora? Ich brauche drei hölzerne Fotorahmen. Er braucht sechs Hardhot-Dielen. Okay. Ein Kräuterzaun, was? 738. Was? Kräuterzaun? Fünf Faden. Was für Faden? Keine Ahnung. Ich brauche drei, nee, sechs Hartholzdielen. Sechsmal Hartholzdielen. Gut, ich muss ja sowieso noch welche bauen. So. Aus dem Weg. Was ist los? Nächstes los, Kader. Lass mich hier raus, du Dödel. So. Oh, Emily, hallo. Na, alles klar bei dir? Ich liebe ein paar Hühnerohrringe. Kannst du mir helfen? Keine Ahnung. Ein paar Hühnerohrringe. Muss ich mal gucken, ob ich hier unten ein paar Hühnerohrringe bekomme.
Ach ja, Flo, wie war dein Tag heute? Hier gibt es keine Ohrringe. Was haben wir? Ach, 100% waren das, genau. Hier. Feuerwerk-Dinger, 24, 24, 24, 24, alle kosten 24. Gut, ich meine, jetzt kann ich da mal kurz was kaufen hier an Feuerwerk. Ein rotes, dann hier ein blaues, ein grünes, gelbes. So. Wenn ich mit Emily mal wieder auf Feuerwerk die Insel da gehe. Ja, dann geh doch zum Strand, alte Pflaume. So, Arbeitskleidung. Ich weiß ja nicht. Erforderliches Level 5. Ja, ich bin ja schon weit drüber. Dass ich mal eine andere Jacke anhabe, komm mal her. So. Und das ist die Arbeitshose. So. Kann ich mich denn hier auf der Straße umziehen? Hahaha. Neue Jacke. Jeppa, und eine neue Hose hätte ich gerne. So. Das sieht mal ein bisschen anders aus jetzt. Nicht immer das dunkle Zeug. Da, 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 da. So. Da mal hier rein. Kann ich wieder eine das abgeben. Hallo Petra, mein Schnuckihase. Haha. Hallo, hast du etwas Neues? Gib mir 20? Gut. Nö, 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 nö. Nochmal 15 oder nochmal 3. Du bist wohl beknackt, Alter. So. Ja. Hallo Opi. Hast du Lust, mal eine Runde 5 Gewinn zu spielen? Bis jetzt habe ich glaube ich bei dir immer wieder mal verloren, aber nein, 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 ich fange mal hier an. Ich bin schwarz. Ja, du bist ja gleich wieder, ne? Mach das doch nicht so auffällig, alter Mann. Nein. Och Gott, 1, 2, 3, 4, 5, da, na toll. Aber bei dir verlieren wir andauernd. Ja, schon beim Alter, das gibt's doch nicht, ey. Echt toll, dass wir bei denen immer verlieren. Na schön. Lala.
Ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich immer noch Hunger hier. Vorhin was gegessen. So, Haltestelle. Moment. Moment. Einmal die 20, damit wir da mal woanders hinkommen, sozusagen. So. Bei den 300 jetzt, da tut mir das nicht weh. Dann habe ich gleich zweimal so viel Geld bekommen. Wahnsinn. Und dann noch, dass ich da auf den dritten Platz gekommen bin, auch nochmal 4000. Uiuiuiui. Heute ganz viel Geld verdient. So. Was ist denn das hier? Bam, bam. Okay. Hier liegt ja einiges rum. Oder Cognac oder wie auch immer. Ich nehme mal das als erstes. Komisch, was hier rumliegt. So. Und wir hacken wieder Steine. Hier unten ist wieder Bleierz. Eine Diski. Du Skalaga. So. Ja. Dann, oha, da hätten 17 Meter. Nein, ich nehme erstmal das hier. Bam, 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 Schnappdelo, bam, 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 bam. So, wir haben Energiesteine und alte Teile. Bitte was? Da war doch gerade. Hier, das ist wieder sowas. Merkwürdig. Steinziegel. Eine Feder. Nur ein Meter. Da sehe ich aus wie so ein Astronaut, ey. Hahaha. So. Letztes Mal oder davor war ja auch, wo du was gemacht hast. Und da hat Anna ja was geschrieben, wo du was vorgelesen hast. So an der Ecke steht ein Junge mit einem Tüdelband und so. Wo du halt so nichts mit anfangen konntest. Und da kann ich dir jetzt mal sagen, das ist hier in Hamburg bei uns ein sehr bekanntes Lied. Wenn man das richtig auf Deutsch sagen würde, etwa so. Da steht ein Junge an der Ecke mit einem Jojo. Das ist ein Tüdelband. Und das eine hat er richtig erkannt, ne? Butterbrot mit Käse und mit Käse. Ja, bei uns hier in Hamburg ist das sehr bekannt. Und dann geht es halt noch weiter. Da wird dann halt noch so gesungen. Clown, Clown, Apple wollen wir klauen, ruckzuck über den Zaun. Ne? Also Apple wollen wir klauen und dann ganz schnell über den Zaun. Und dann geht es halt noch weiter, wenn man das so weiter singt. Clown, Clown, Apple wollen wir klauen, ruckzuck über den Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn da muss aus Hamburg sein. Ja, ist halt bei uns sehr bekannt. Aber wer irgendwo weit im Süden wohnt, muss das nicht unbedingt kennen.
Ist ja auch nicht schlimm, wenn man das nicht kennt. Ein Motor mal wieder. Ja. Also es gibt so viele Lieder von Hamburg, über Hamburg und so weiter, die richtig gut sind, die du auch mit Sicherheit nicht kennst. Und komm her, gib mir das Teil da oben. So. Sonst weiß ich nicht, der sieht nah aus. 14 Meter. 9. Ja. Alte Teile. 1. Neuer Ottenfeder. Gut. Sonst noch was Besonderes da oben. Lass mich mal nach oben. Dinge, Ding. So, dann mal schnell hier. Oh, ja. Wir sind zu weit oben, aber. Oder wenn man so jetzt andere Lieder kennt, so von Hamburg, da gibt es eins zum Beispiel, das geht dann etwa so. Hamburg ist ein schönes Städtchen, siehst du wohl, weil es an der Elbe liegt, siehst du wohl. Ja. Okay, wieder eine Datendisk. Naja, und dann halt noch andere schöne Lieder. Der Junge von St. Pauli hat die ganze Welt gesehen und so. Ja. Ich hack noch ein paar Steine hier um. So. Schmiermittel. So, dann hier ab nach Hause. Bam, 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 da, da, dam, dam, dam. Ach ja. Was hörst du denn so gerne für Musik? Meine Kleine. Was gibt's denn so bei dir zu hören? Feder weg. Das Brillenglas erstmal weg. Den Eimer mache ich erstmal weg. Großer Motor. Wo haben wir denn hier Platz für einen großen Motor? Mache ich da erstmal rein. Schmiermittel. Wo kommt denn das rein? Da. Das kommt da rein, ja. Die alten Teile.
Ne, hier nicht. Haltet da oben mal rein. Steine. So, das je nachdem. Okay. Dann habe ich jetzt zweimal Samen. Aber gut, warte mal, hier ist noch einmal Futter. Das passt da im Moment nicht mit rein. Ich würde mal sagen, dann vielleicht. Nee, da nicht. Dann mache ich das erstmal damit rein. Genauso wie Bambus-Paar-Dings. Kürbis im Frühling. Das kommt im Sommer. Okay. So, erstmal das. Ach hier kommt auch noch mal damit rein. So. Ich habe wieder. Okay, ich brauche 20. Ah, hier ist auch noch was fertig. So. Ich habe Hartholz-Dielen 9. Ja. Bronzeplatte. Ich hatte doch einmal 20 Gerber auf jeden Fall. Oder etwas mehr, aber wieso ist es denn jetzt weg? Ich verstehe es nicht. Sehr merkwürdig. Na gut, dann muss ich noch mal welche herstellen. Ich brauche aber erstmal wieder Bronzenbarren. Oh Gott. Nehme ich den großen. Passt mir rein. Bronzebarren. So, erstmal gleich alles hier. Zack. Rein da und arbeiten lassen. 4 Tage, bis alle 50 fertig sind. Na gut. Und was brauchte ich denn noch für mein Haus? Ich habe es wieder vergessen. Ich habe es aufgeschrieben, aber jetzt finde ich das nicht mehr. Egal. Ich gehe später noch mal gucken. So, hallo mein Hase. Also ich meinte dich. Ach man, ey. Mit dir mache ich Sachen, ne? So. Was ist denn hier? Warte mal. Guck ich mal. Ausdauer 43, Angriff 9. Was hat. Ja. Wieso klingelt der Wecker denn jetzt schon? Guck mal, da steht er erst um 10:30 Uhr dran. So. Der zweite Tag im zweiten Jahr. Und so. Na, 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 na. Oh, ich habe schon wieder Post. Ja, in 7 Tagen, also in einer Woche. Da kommt meine über alles geliebte Emily. Ich schenke dir ein paar Blumen.
So, wann gehst du mit mir mal ins Bett, Emily? Ja. So, bis 10:30 Uhr ist noch ein klein wenig Zeit. Mal gucken, was die Geschäfte hier jetzt sagen. Wie viel Prozent da ist. Ey, Todi. Ich war vor dir da. Zwei Stunden bis zum Spiel. Ja. Bei Emily dran rumspielen. Okay. Wir haben 112%. Das lohnt sich doch jetzt. So, lass mal gucken. Da haben wir jetzt plus 400, naja. Fünf. 112%. Es geht aber mehr, Pauli. Mach doch mehr, Mensch. Und 3105 ist sowieso eine komische Zahl. Da habe ich ganz genau 3200. Ich nehme die erstmal noch mal mit hier, oder? Ne, ich warte noch. Das geht noch mehr wie 112. Komm, muss auch nächstes Mal jetzt 115 sein oder was weiß ich. Naja, und wenn nicht, dann müssen wir wieder länger warten. Egal. Hallo Emily, ich bin da. Diesmal bin ich nicht zu spät gekommen. So, dann. Gruppenfoto. Naja, mit dem Giftbrunnen im Hintergrund ist auch nicht so schön. Das ist aber leider so. Ich bin da in den Boden eingesackt. Das geht ja mal gar nicht. Nee, Emily, hier sacken wir im Boden ein. Komm mit, meine Süße. Lass uns erstmal in der Stadt abhängen. Das habe ich lange nicht gemacht. Gut. Komm, dann hängen wir hier ab. So. Setz dich doch, mein Schatz. Haha, wiss nicht. Lalalala. Wollen wir mal hier hochgehen? Hier oben zusammen, also waren wir noch nicht. Und so. Ja, hier ist es schön. So, Emily, kannst du das auch? Hui. Nein, kann sie nicht. Da, la. Hallöle. So, dann komm mit, du Schmauchi-Pauchi. Dum-dum-dum-dum-dum. Willst du dich hier hinsetzen? Irgendwo muss man sich doch hier hinsetzen können, zu zweit oder so. Komm. Ach, mein Engel, was willst du denn, Mensch? Willst du hier sitzen? Oder muss ich dich jetzt darauf ansprechen? Ein paar Hühnerohrringe. Ja, ich habe keine Hühnerohrringe. Dann reiß doch bei deinen Hühner die Ohren ab, Mann. Dann hast du Hühnerohrringe. Tak, 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 tak. Komm, wir machen Gruppenfoto, meine ich. Was soll das bedeuten? Na, hier, guck mal meine Hand an. Haha, Hand lesen oder was? Okay.
Ich mach mal ein Foto. Ah, ist auch so komisch, ne? Von oben so, nee. Man will es nicht, dass wir hier. Ja klar, setzen wir uns hin. Wir reden erstmal, Arm um die Taille legen. Na, ich weiß nicht, ob ihr das gefällt. Ah, guck mal, das geht ja noch gar nicht. Das geht nur die drei hier. Deine Tiere sind so munter, du arbeitest sicher hart, um dich so gut um sie allein zu kümmern. Meine Arbeit macht mir Spaß, bla bla bla, ja. Das hatten wir schon. Kompliment machen, ja. Oder beschenken. Wie hat er schon mal Blue von mir bekommen? Okay, was mache ich jetzt? Nix. Oh, danke, ich bin so. Die Handcreme, bla bla bla. Okay, gehen wir erstmal. Nein, wir haben uns doch gerade hingesetzt. Ah. Nein. Warte mal. Ja, mal gucken, was passt denn da ganz gut. Ich wollte mal sagen, so, speichern. Kling, kling. Mein Name ist Bond. Oder so. Ich bin der Mann mit der dicken Knarre. Und die trage ich immer bei mir in der Hose. So. Das ist auch noch ganz gut. Kling, kling. So. Ich bin etwas müde. Nein. Dann komm mal mit, Emily. Siehst du die Kirchenglocken, die Glocken von vor uns? Ah. Möchtest du ein Brot haben? Oder ein Donut oder irgendwie sowas? Vom Bäcker? Nein? Dann nicht. So. Nee, mit dir gehe ich nicht essen. Du bist mir viel zu teuer, Alter. Ich muss eigentlich noch ein paar Steine abhacken. Hier, du kannst mal sehen, wie ich arbeite für dich. So verdiene ich mein Geld, weißt du? Ich hack hier Steine, sammel Geld. Und du sagst noch nicht einmal Danke, hä? Aber warte, wenn ich mein Haus verbessert habe.
dann kaufe ich mir noch ein schönes Doppelbett. Und dann wird das Doppelbett jede Woche schön benutzt. Dann bist du jede Woche dran, Alte. Hahaha. Ha, ha. Jawohl. Dann mache ich dich so feucht. So feucht warst du noch nie. Was glaubst du, was ich alles so schön mit meinen Händen machen kann und so? Emily. Haha. ja. Ja. Ich habe hier den Tag immer noch nicht rum, aber die Zeit ist schon ganz weit vorne. Wahnsinn. Ach ja, meinst du? Emily. Mache ich alles nur für dich. Ganz viel Steine sammeln, damit ich wieder ganz viele herstellen kann. Und alles, was ich herstellen kann, wird verkauft. Nur für dich, Emily. Damit ich dann... Hallo? Damit ich dich dann so schön ins Bett kriegen kann, weißt du? Haha. Und dann zeigst du mir mal richtig deine dicken Melonen. Jawohl. Wenn man da so schön dran nuckeln kann. Ja, ist denn da ein Knubbel dran, an dem man richtig nuckeln kann? So ein Knubbel rund und fein. Ja, da muss da irgendwo sein. So. So, Emily, kannst du hier rüber? Nein, du nimmst den Eingang. Du bist drollig. Haben wir denn schon ein paar hergestellt? 8 Stück sind schon fertig. Was habe ich denn im Moment hier? Da im Moment gar keiner. Okay, was hätte ich denn hier an Mission? Ach Gott, hier ist ein Fischeintopf, da brauche ich keine Ahnung, Fischbrei habe ich nicht. Ich brauche Eier, Milch und ein paar Früchten, ja. Genau, Handelsauftrag Hartholzdiele, brauche ich 6 Stück, warte mal. Hartholzdiele. Hartholz da. Gut, eine mehr ist mitgenommen, aber egal. Hä? Wieso? Ich habe doch Hartholzdiele. Ach, warte mal, gar nicht mitgenommen hier. Ach nee, es wird nur hergestellt. Stimmt ja. Was? Nee, wieso? Ich hab doch. Warte mal, kurz aufhören. Moment. Hartholzdiele. Wo ist denn mein Hart? Mein. Hier. So. Dann gebe ich das jetzt vielleicht noch ab, wenn ich kann. So, wo ist denn die Person? Hier. Kleidungsgeschäft. Ah.
Mars? 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 Du hast eine Frage. Hallo, Mars, 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 Mars. Ich hab was für dich. Nicht schlecht, hier ist dein Lohn. So, wir kriegen 448. Da 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 dam 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 dam. Okay. So. Oh Mann, ey. Das ist noch viel zu früh hier von meiner Zeit aus. Aber die andere Zeit ist ja schon. So, ich geh rein, Emily. Willst du mitkommen? Kannst du mal meine Bude mal angucken hier. So. Ah, oh, da ist sie ja. Emily, guck mal. Guck mal hier. Was meinst du? Wollen wir mal eine Runde, eine schöne Nummer machen und so? Hm? Ja? Oder hier, guck mal, kann mich hier hinsetzen? Schön, ne? Oder wir setzen uns hier hin. Kann sie auf meinen Schoß setzen, aber muss sie nicht wundern, wenn da was Hartes bei dir zwischen die Beine landet. Also meine Spitzhacke hier oder das Schwert. Hier hat sie immer noch ihre. Nein. Wenn du ein paar meiner Küken herumlaufen siehst, kannst du mir dabei helfen, sie mir zum Bauernhof zurückzubringen. Ja klar. So, ich muss jetzt leider hier die Folge beenden, meine liebe Emily. Deswegen müssen wir auch unsere müssen wir gehen. Gehst du schon? Schade, es ist schon vorbei. Vielleicht kannst du dieses Mal länger bleiben. Ich muss ins Bett, Emily. Meine, die geht um fast eine Stunde, meine Folge diesmal. Wegen dir. Okay. Meine liebe Flo, dann wünsche ich dir noch einen guten Tag oder guten Abend, wie auch immer. Und dann freue ich mich, wenn du auch nächste Folge wieder damit bei bist oder im Livestream, je nachdem. Mach's dann gut und dann, ne, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.